Willkommen auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns folgende Firmen an: Fuchs Petrolub, BASF, Siemens, Fresenius Medical Care und als letzte Beschreibung der Kürzel. Risikohinweis: Ich übernehme keinerlei Haftung dafür, dass die Informationen alle richtig sind. Dieses Video dient lediglich zu Informationslehrzwecken. Totalverlust ist möglich, dieses Video ist keine Kaufempfehlung. Was macht die Firma Fuchs Petrolub? Schmierstoffen und verwandte Produkte für Industrie, Motor- und Getriebeöl für Fahrzeuge und Motorräder, Korrosionsschutzmittel zum Schutz von blanken Metalloberflächen, diverse Fette für Kraftfahrzeuge und die Schwerindustrie. Wo ist die Firma tätig? Europa, Asien, Pazifik, Afrika sowie Nord- und Südamerika. Hier seht ihr das Kürzel von der Firma Fuchs Petrolub von Google Finance. Hier ist die Währung, ist in Euro. Das Land der Firma ist Deutschland und der Preis aktuell ist 30,25. Wie viele Jahre zahlt die Firma schon Dividende? 20 Jahre. Die Dividende im Jahr 2019 war 95 Cent. Earnings per Share der letzten 12 Monate war 1,61 Euro. Die Payout Ratio ist 59,01% und die Dividende Rendite ist 3,14 zum aktuellen Kurs von 30,25. Preis-Buch-Verhältnis haben wir 2,7. Book Value per Share, also das Buchwert pro Aktie, wäre 11,22. Also wir haben das 2,7-fache aktuell zum Buchwert, ist der aktuelle Aktienkurs. Long-Term Deep to Equity haben wir keine langen Verschuldungen und Total Deep to Equity ist 0,3. Also die Firma ist sehr wenig verschuldet. Price Cashflow ist 19,20 und Cash per Share haben wir 1,58. Price Free Cashflow ist 6,85 und Price Free Cashflow pro Aktie ist 4,42. Marktkapitalisierung seht ihr hier unten. Von der Aktie aktuell zum Kurs von 30,25. Gross Margin haben wir 34,68%. Operating Margin haben wir 12,48% und Profit Margin haben wir 8,86%. Return of Invest ist 11,57%, Return of Asset haben wir 11,47% und Return of Capital Employment haben wir 19,45% und Return of Equity 14,62%. Hier seht ihr das G&V. Totalumsatz haben wir 2,5 Milliarden. Gross Profit haben wir 852 Millionen, Operating Income haben wir 321 Millionen, Pre-Tax Income 317 und Netto Income 228 Millionen Euro. Total Equity haben wir 1,5 Milliarden, Cash End of Period haben wir 219 Millionen und Free Cash Flow haben wir 614 Millionen im Geschäftsjahr 2019 Jahresabschluss. Fairer Wert der Aktie wäre aufgrund der Earnings per Share und Buchwert 20,16. Falls die Gewinne beim nächsten Earnings per Share Bericht weniger werden, also 1,13 um das sind, wäre der faire Wert bei 16,44 von der Firma Fuchs Petrolub. Hier sehen wir den Chart auf Monatsbasis. Wie man sieht, ging der Kurs schön runter. Und jetzt aktuell sind wir in der Range von 28 und 35 Euro. Solange wir in dieser Range bleiben, ist es eine Seitwärtsphase und erst über 41 wäre das Signal wieder positiv, dass der Trend wieder long ist. Solange wir in dieser Bereich drinnen bleiben, zwischen 40 und 28, ist es ganz eine Seitwärtsphase auch wieder. Ein Übersteigen auf über die 40 und dann wieder ein Rücktesten dieser Linie, also eine Unterstützung dann ist der Trend wieder long. Aktuell neutraler Bereich. Welche Firma soll ich mich für euch anschauen? Schreibt sie mir in das Kommentar und ich werde sie beim nächsten Video aufnehmen. Und falls ihr noch kein Abonnent seid bei meinem Kanal, abonniert meinen Kanal und gebt mir einen Daumen hoch für diese Firmendarstellung. Was macht die Firma BASF? Chemie, Veredelungsprodukte, funktionelle materielle und Lösungen, landwirtschaftliche Lösungen und Öl und Gas. Rohstoffe für Waschmittel, Kunststoffe, Textilfasern, Farben und Lacke, Pflanzenschutz und Medikamente. Ernährungs- und Gesundheit- und Veredelungschemikalien, Bauchemikalien, Beschichtungen und Veredelungsmaterialien, Pflanzenschutz, Ölgas ist im Bereich der Exploration und Produktion tätig. Hier sehen wir das Kürzel von der Firma BASF von Google Finance. Die Währung ist in Euro, das Land ist Deutschland, von wo die Firma BASF ihren Sitz hat
und der aktuelle Preis ist 46,42. Die Firma BASF zahlt seit 10 Jahren Dividende und die Dividende im Jahr 2019 war 3,20 Euro. Die Earnings per Share sind 8,60. Payout Ratio haben wir 37,21% und die Dividende zum aktuellen Kurs ist 6,92%. Preis-Buch-Verhältnis haben wir 1, Book Value per Share wäre 45,18. Long-Term Deep to Equity, lange Verschuldungen, haben wir 0,36% zum Eigenkapital, also 36% Verschuldung zum Eigenkapital. Total Deep to Equity haben wir 1,1. Preis-Free Cashflow ist 17,30. Cash pro Share haben wir 2,67 und Preis-Free Cashflow ist 2,98. Und der Free Cashflow pro Aktie ist 15,52 und hier seht ihr die Marktkapitalisierung von der Firma BASF. Gross Margin haben wir aktuell vom letzten Geschäftsbericht 27,40%, Operating Margin 6,83%, Profit Margin haben wir 14,2%. Return of Invest ist 9,68%, Return of Asset ist 10,55%, und Return of Capital Employment haben wir 5,76%. Return of Equity 20,29%. Ist ein schöner Wert auf alle Fälle. Hier seht ihr das GMV. Totalumsatz haben wir 59,3 Milliarden Euro. Gross Profit haben wir 16,2 Milliarden Euro. Operating Income 4,0 Milliarden Euro. Pre-Tax Income 3,3 Milliarden und Nettogewinn 8,4 Milliarden Euro. Das Eigenkapital beträgt aktuell 41,4 Milliarden Euro. Cash am Ende des Geschäftsjahres 2,4 Milliarden und Free Cashflow ist 14,2 Milliarden Euro. Der faire Wert der Aktie liegt bei 93,50. Werden die Gewinne beim nächsten Quartalsbericht um 30% weniger, dann haben wir einen fairen Wert von 76,25. Jetzt sehen wir aktuell den Chart wieder von der Aktie. Wie man sieht, ging die Aktie seit 2018 schön abwärts. Und aktuell sind wir bei dieser Unterstützung von 46 Euro angekommen. Mal schauen, ob die auch beim Monatsschlusskurs gehalten werden kann in diesem Monat. Falls wir über die 70 kommen und dann auf die 82 ansteuern und wir die 70 testen als Unterstützung, dann könnten wir sagen, haben wir einen neuen Aufwärtstrend. Solange wir in diesem Bereich drinnen sind, laufen wir auf alle Fälle seitwärts oder es könnte noch tiefer gehen. Welche Firma soll ich mich für euch anschauen? Schreibt sie mir in die Kommentare und ich werde sie beim nächsten Video aufnehmen. Und seid ihr noch kein Abonnent, dann abonniert meinen Kanal und gebt mir einen Daumen hoch für diese Analyse. Was macht die Firma Siemens AG? Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Sie stehen für Stromerzeugung und Übertragung sowie für medizinische Diagnose. Strom und Gas, Windkraft und erneuerbare Energie. Energiemanagement, Gebäudetechnik, Mobilität, digitale Fabrik, Prozesstechnik und Getriebe, Gesundheit und Finance Service. Industriedienstleistungen, Energiedienstleistungen, Gesundheitsdienstleistungen, Schienen- und Straßenlösungsdienst, Logistik- und Flughafenlösungsdienste, Hausgerätedienstleistungen und Gebäudetechnologiedienstleistungen. Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Datenzentren, Faserindustrie, Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie Maschinen- und Anlagebau. Hier sehen wir den Google Finance Ticker von der Firma Siemens AG. Die Währung ist Euro, das Land der Firma ist Deutschland und der Preis aktuell ist 88,33 Euro. Sie zahlt ungefähr seit 18 Jahren Dividende und hat eine Dividende im Jahr 2019 von 3,80 ausbezahlt. Earnings per Share haben wir die letzten 12 Monate gehabt von 6,40. Die Payout Ratio von den Dividenden zum Gewinn ist 59,38%. Dividendeprozent zum aktuellen Kurs sind 4,3%. Preis-Buch-Verhältnis haben wir 1,49. Buchwert die Aktie wäre 59,21. Long-Term Deep to Equity, also lange Verschuldungen zum Verhältnis zum Eigenkapital, haben wir 0,63. Total Deep to Equity ist 2,12. Preis Cashflow zum Verhältnis haben wir 5,79 und das Bargeld pro Aktie wäre 15,24.
Preis-Free-Cashflow-Verhältnis ist 5,08 und der freie Cashflow pro Aktie wäre 17,38. Hier seht ihr auch wieder die Marktkapitalisierung zum aktuellen Stand. Gross Margin von der Firma Siemens haben wir 29,85, Operating Margin haben wir 7,93, Profit Margin ist 5,96. Return of Investment haben wir 3,44% und Return of Asset 3,02%. Return of Capital Employment haben wir 6,92% und Return of Equity 10,75%. Gesamtumsatz der Firma war 86,8 Milliarden Euro, Gross Profit 25,9 Milliarden Euro, Operating Income 6,8 Milliarden Euro, also Pre-Tax Income 7,5 Milliarden Euro und Netto Income 5,1 Milliarden Euro. Hier seht ihr, das Eigenkapital ist 48,1 Milliarden Euro, Bargeld am Ende des Geschäftsjahres war 12,3 Milliarden Euro und freier Cashflow nach Geschäftsjahr 14,1 Milliarden Euro. Fairer Wert der Aktie wäre 92,34. Und hier seht ihr, falls die nächsten Earnings per Share minus 30% sind, ist der faire Wert 75,30. Hier sehen wir wieder die Charttechnik von der Firma Siemens auf Monatsbasis. Wir sehen, dass sie ab Mitte 2017 einen Abwärtstrend hat, die Firma Siemens. Und aktuell sind wir in der Range 69 und 98 Euro. Über die 120, also 127, also man müsste dann wieder auf das 2017er hochkommen, dann wäre der Trend wieder seitwärts oder es entsteht ein neuer Aufwärtstrend. Solange wir in diesem Bereich bleiben, zwischen 120 und 70, könnte es seitwärts laufen. Welche Firmen soll ich mir für euch anschauen? Schreibt sie mir in das Kommentar und ich werde sie beim nächsten Video aufnehmen. Abonniert meinen Kanal, falls ihr noch nicht abonniert habt. Und gebt mir einen Daumen hoch für diese Analyse. Was macht die Firma Fresenius Medical Care? Bereich Nierendialyse. Das Unternehmen verfügt über 4 Segmente. Nordamerika, Europa, Nahe Osten, Afrika, Asien, Pazifik und Lateinamerika. Der Dialysebereich des Unternehmens bietet in eigenen Dialysekliniken und Dialysebehandlungen und beliefert die Kliniken mit zahlreichen von Produkten. Die Koordinationsdienstleistungen des Unternehmens umfassen Bereitstellung von Apothekendiensten, spezielle vaskuläre, kardiovaskuläre und endovaskuläre Dienstleistungen, Labortests für andere Patienten, Arztbehandlungen, Krankenhaus- und Intensivpflege, Gesundheitspläne und dringende Pflegedienste. Hier seht ihr das Google Finance Sticker von der Firma Fresenius Medical Care. Die Währung ist Euro und das Land ist Deutschland und der Preis aktuell ist 71,78. Die Firma Fresenius Medical Care zahlt ungefähr seit 20 Jahren kontinuierlich Dividende und die Dividende im Jahr 2019 war 1,17. Die Earnings per Share belaufen sich auf 4,03. Payout Ratio haben wir 29,03 und die Dividende ist 1,33% zum aktuellen Kurs. Preis-Buch-Verhältnis haben wir 1,79 und Buch-Value per Share ist 40,09. Long-Term Debt to Equity, also lange Verschuldungen zum Eigenkapital, 0,54, also 54% zum Eigenkapital verschuldet auf längere Sicht. Die Gesamtverschuldung beläuft sich auf 1,75. Preis-Cashflow-Verhältnis haben wir 21,25 und Bargeld pro Aktie ist 3,38 und Free Cashflow Verhältnis zum aktuellen Preis ist 5,24 und freies Cashflow pro Aktie ist 13,69. Die Marktkapitalisierung beläuft sich auf diesen Wert. Gross Margin haben wir aktuell 30,87%, Operating Margin haben wir 12,99% und Profit Margin 6,86%. Return of Investment haben wir 3,84%, Return of Asset 4,94%, Return of Capital Employment haben wir 8,75% und Return of Equity 10,03%. Gesamtumsatz haben wir 17,4 Milliarden Euro, Gross Profit haben wir 5,4 Milliarden Euro, Operating Income haben wir 2,3 Milliarden Euro, Pre-Tax Income, also Gewinn vor Steuern, haben wir 1,8 Milliarden und Nettogewinn ist 1,2 Milliarden Euro. Gesamtes Eigenkapital am Ende des Geschäftsjahres war 11,9 Milliarden Euro
Bargeld am Ende des Geschäftsjahr 1 Milliarde und freier Cashflow am Ende des Geschäftsjahr 4 Milliarden. Fairer Wert der Aktie ist 60,29. Falls die Gewinne am nächsten Quartalsbericht um 30% sinken, haben wir den fairen Wert von 49,16%. Hier sehen wir den Chart wieder von der Firma Fresenius Medical auf Monatschartbasis. Wir sehen, dass die Firma Fresenius Medical seit 2018 abwärts läuft und jetzt aktuell seit 2019 eine Seitwärtsphase steckt aktuell. Also erst über diesen 77 schlusskursmäßig auf Monatsbasis könnten wir die Hochs wieder ansteuern. Aktuell neutraler Bereich. Für die Dividendensammler mit den Dividendenrenditen, die zufrieden sind, ist es okay einzusteigen oder halt warten, bis der Kurs am tieferen Bereich ist, im 60er Bereich, wo die Rendite dann höher ist. Aktuell neutral. Welche Firma soll ich mir für euch anschauen? Schreibt sie mir in die Kommentare und ich werde sie beim nächsten Video aufnehmen. Abonniert meinen Kanal, falls ihr noch kein Abo hier hinterlassen habt und gebt mir einen Daumen hoch für die Firmenanalyse. Hier ist die Beschreibung, wo ihr in Google die WKN- und ISIN-Nummern findet könnt. Ihr müsst im Google Search einfach die Google Finance Ticker-Nummer eingeben, Leertaste, dann WKN oder ISIN eingeben und dann seht ihr die ganzen Seiten, die Finanzseiten, wo ihr die ISIN- und WKN-Nummern herausziehen könnt. Fiscal Year End bedeutet das Geschäftsende zum aktuellen Geschäftsschluss letzten 12 Monate. Annual bedeutet Jahresabschluss, sind Finanzberichte, die auf letzten 12 Monate auf einen angefangenen Zeitraum passieren, ist für Dividende sehr wichtig. Long-Term Debt-to-Equity Beschreibung, Gross Margin, Operate Margin, Profit Margin, Return of Invest, Return of Asset, Return of Capital Employment, Return of Equity, letzten 12 Monate, die nächsten 12 Monate und meine Quellenangaben. Vielen Dank, dass Sie sich das heutige Video angeschaut haben und hoffe, Ihnen einen tieferen Einblick übermittelt zu haben.